Hallo ihr lieben Menschen und Seepferdchen und willkommen zu neuen Abenteuern auf dem Seahorse Community Craft Server. Heute wollen wir hier ein bisschen was mal in der Stadt machen und zwar auch mal im Video. Und zwar machen wir uns mal an ein Stadttor und ich denke das einfachste anzufangen ist das hier vorne. Ja, machen wir einfach mal. Ich denke, der beste Weg ist, ich mache erstmal an der Seite diese Mauer noch ein bisschen. So wie die halt ist, dass ich die dann an das Stadttor anschließen kann. Und dann sehen wir das besser. Ja, das mache ich im Timelapse. Das Stadttor, da werde ich euch eher mitnehmen beim Bauen. Das ist, denke ich, mal interessant, dass man so den Prozess sieht. Aber erstmal jetzt diese Seite noch ein bisschen, also die Stadtmauer hier ein bisschen machen. Und dann sehen wir uns wieder. So, das sollte dann erstmal reichen soweit, nur dass wir einfach mal einen Eindruck haben. Ich glaube, ich habe die Mauer ein Stückchen zu hoch gebaut, also ein Stückchen höher als die, aber das macht eigentlich auch nichts. Muss nicht überall 1:1 identisch sein, denke ich. Jedenfalls können wir uns jetzt um das Stadttor kümmern. Ja, so einen groben Torbogen, ich weiß gar nicht, wer den mal gemacht hat. Ich denke, der ist eigentlich ganz schick. Den lassen wir, also von der Form her. Nicht unbedingt mit Bruchstein. Es fängt an zu regnen, yay! Jedenfalls werde ich es, denke ich, erstmal hier noch so ein bisschen die Mauer hochziehen von dem Stadttor selbst. Die wird selbe Mauer wie da sein im Grunde. Um Details kümmere ich mich dabei noch nicht. Und ja, das mache ich jetzt mal. So sieht's jetzt aus. Und so sieht's jetzt aus. Ja, wir haben jetzt die Wahl. Wir kümmern uns erstmal um das hier drin, um den Torbogen. Oder wir machen außen so ein Aufbau. Ich denke, wir machen tatsächlich als erstes hier innen den Durchgang quasi. Machen wir mal schön. Also was wir hier wollen, worauf wir uns geeinigt hatten, war Falltor und Schwingtor. Also ein Falltor, so ein Gitter, was runterfällt und ein Tor mit Türen, die dann hier nach innen aufgehen. Das sieht man aus irgendeinem Grund bei Mittelalterstädten oft, dass die Tore nach innen aufgehen. Ich weiß nicht, ob dann der Balken davor die besser zuhält oder weil die Scharniere innen sind. Oder ich weiß nicht, was das für einen Grund hat, aber ja, das machen wir dann einfach auch so, dass das Schwingtor innen ist und außen ein Falltor. Ich habe mir da jetzt auch schon so ein paar kleine Markierungen gemacht. Und zwar die Stufen hier markieren quasi das Schwingtor, was nach innen aufgeht und die Zäune. Ja, da wird das Falltor sein, also ungefähr ziemlich genau werde ich das da anbringen, das ist dann die Mitte. Und ja, das machen wir jetzt so. Von innen haben wir das jetzt auch erstmal ganz grob muss ich sagen. Also hier nur die Wände gezogen, nichts verziert oder so. Ja, und ich habe das Falltor mal bis nach oben gezogen. Ich erkläre auch kurz wieso. Das muss hier hochgezogen werden. Das heißt, wir brauchen hier oben im Grunde eine Kurbel, einen Baumstamm oder so mit einer Kurbel dran. Mit ein paar Kurbeln, also das macht nicht einer alleine, das ist schwer, das müssen mehrere machen. Ob ich das Ganze hier aus Fichtenholzzäunen lasse oder Eisengitter oder andere Zäune, gucken wir mal. Ich habe es jetzt einfach mal aus Fichtenholz gemacht. Und ich denke, dann ist es auch tatsächlich am sinnvollsten, das als unseren nächsten Schritt zu nehmen. Und zwar halt, ja, hier oben so einen kleinen Raum zu machen, wo die Kurbeln können, wenn das verständlich ist. Also machen wir uns jetzt daran. Ganz einfacher Aufbau jetzt. Wie gesagt, noch nicht viel detailed oder so. Hier ist jetzt einfach dieser Balken. Hier kommen dann quasi so kurbelartige Dinger dran, also Griffe. Wahrscheinlich nehmen wir da am besten einfach Hebel. Die kann man hier dann runterziehen. Viel mehr mache ich in diesem Raum auch nicht. Ich habe mir jetzt ausgelegt, damit ich mal ungefähr die Größe weiß, die ich hier oben brauche. Ich denke, der nächste Schritt, ja, bevor wir hier mit den genaueren Sachen anfangen, vielleicht hier innen. Diese Zäune connecten hier und hier, das gefällt mir nicht so super. Und dieser Zombie stört mich auch etwas. Wobei, wenn die hier am Rand connecten, ist das vielleicht gar nicht so störend. Ich weiß es nicht. Jedenfalls dahinter sollten die nicht connecten. Und da machen wir einen ganz einfachen Trick. Ich nehme jetzt mal Bruchstein, nur um euch das zu zeigen. Wenn wir nämlich die Bruchsteinstufen so setzen, und dann können wir die hier zum Beispiel zumachen so, dann connecten die nicht. Und es hat auch noch ein bisschen Tiefeneffekt.
bei sowas dann. Oder ich nehme tatsächlich Stufen. Ich glaube, ich mache das mit Stufen dahinter. Ja, 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 ja. Das heißt, ich reiße das hier ab, mache an den Seiten Stufen und hier hinter Stufen und dann hier in den Ecken wieder Blöcke. So mache ich das. Ja. So. Mike ist übrigens zwischendurch da, der guckt, was wir hier machen. Ja, ich habe mich hier jetzt entschieden, hier Stufen und hier Treppen und ja, hier unten auch noch Treppe und weiter oben dann auch Treppen. Vielleicht die Stufen werden dann doch auch alles noch Treppen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber dann sehen wir dann. Gut, haben wir das hier auch, diesen inneren Torbogen. Ja, dann ist die Frage, womit machen wir weiter? Ich würde sagen, jetzt machen wir das hier von außen erstmal schick ein bisschen. Und wir fangen an mit dem Steinzeug hier. Ja, also so sieht's jetzt aus. Und so sieht's jetzt aus. Ich habe hier an den Mauern tatsächlich nicht mehr so viel gemacht. Ja, das Ganze ist jetzt hier halt. So sieht's aus. Von hinten ist noch nichts. Hier oben, der Aufbau ist ein bisschen. Und zwar hier in der Mitte kommt das normale Dach. Das wird auch so zerstört sein wie das. Und hier haben wir diese zwei kleinen Türme, kleine in Anführungsstrichen, die werden nicht so viel höher sein, als sie jetzt sind. Ich werde da jetzt ein spitzes Dach, vielleicht ziehe ich sie noch ein bisschen höher und dann ein spitzes Dach und um die Details kümmern wir uns auch danach noch. Aber erstmal das Dach jetzt auf diese beiden Türme. Ja, wie soll ich sagen, das mit den Türmen sah ziemlich nicht ganz so toll aus, darum habe ich sie wieder weggemacht und jetzt habe ich es mal so mit dem Dach versucht. Nein, das wird nicht so bleiben. Ich versuche mal vielleicht hier das Stück runterzuziehen, dass es auf derselben Höhe ist wie die Mauer und dann nur in der Mitte eben höher ist der Ansatz. Und ja, ich hoffe, das sieht dann besser aus und dann kann man vielleicht einen kleinen Turm oben drauf packen oder so, aber so ein großer Turm, das hat definitiv nicht gepasst. So ein kleiner Turm aus der Mitte vom Dach, also auch auf beiden Seiten, aber halt, der da rausguckt, ist auch nicht gut. Ja, ich versuche jetzt halt hin und her. Und dann schauen wir einfach mal, was dann dabei rumkommt. Das ist dann jetzt der Stand. Ich habe hier mal zwei verschiedene Dächer auch ausprobiert. Ein etwas höheres, ein flaches wie die Mauer. Ich tendiere tatsächlich eher zu dem höheren, abgesehen von den eindeutigen Schönheitsfehlern, die ich da gemacht habe. Das werde ich noch korrigieren. Ja, ich denke, so können wir das dann auch erstmal komplett hochziehen. Und ja, die linke Seite ist etwas anders als die rechte, hatte ich glaube ich schon gesagt. Ich gleiche die ganze Mauer hier auf der Seite, dann denke ich auch noch an, dass die ein Block tiefer ist. Ja, das mache ich und dann mache ich das Tor und das mache ich dann auch rundherum. Das ist von dieser Seite noch hohl alles. Das mache ich dann auch mal mit dem Tor. Und ich denke, daraus könnte man einen Timelapse nochmal machen. Achso, ich werde auch noch dann gleich die Details wahrscheinlich mitmachen. Also, ja. Die Details, das sage ich gleich dazu, das ist in der Regel das, was am längsten dauert. Bis jetzt, ja gut, ich musste hier ein paar Mal was wieder abreißen oder so. Das ist nicht immer so, das ist manchmal so. Wenn es nicht so ist, geht es bis hierhin ziemlich schnell. Durch das Abreißen hat es dann ein bisschen verzögert, aber die Details werden dann wahrscheinlich doch noch die meiste Zeit in Anspruch nehmen, wenn ich was ausknobeln muss. Gott sei Dank habe ich hier schon das mit den Zäunen und so vorgelegt, das kann ich hier dann so unterbringen. Und ansonsten hat man da natürlich Erfahrungswerte, was passt gut an welche Stelle, wo passt ein Knopf hin oder sowas. Nichtsdestotrotz ist es immer ein bisschen ausprobieren und gucken, was denn dann in dem Design gut aussieht letztendlich. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns wieder.
Wir haben ein, wie ich finde, wunderschönes Stadttor. Es ist dann tatsächlich ja, ganz schön geworden. Keine wirklichen Wachtürme dran. Muss es auch nicht. Ist ein schön edles Ding. Von innen habe ich hier schon die Fensterscheiben, von außen noch nicht. Es hat sich übrigens in der Zwischenzeit auch ein bisschen was in der Stadt getan. Wir haben unser erstes Schiff. Das hat Momo hauptsächlich gebaut. Und hier ein kleineres Stadttor. Das soll auch gar nicht groß sein oder so. Das ist nur hier noch für einen kleinen Hafen. Ja, hier hat sich auch was getan. Ich habe am Wochenende gestreamt und das Wochenende ist jetzt vorbei und so. Darum ist hier jetzt einiges mehr als bei der Timelapse-Aufzeichnung. Ja, gucken wir uns mal das Stadttor etwas genauer an, was ich hier gemacht habe. Im Grunde die ganzen Details, die Zäune und Fenster sind ja genau wie in der Mauer. Da sieht man es also neben den Fenstern, Zäune und so weiter, die Stufen, die Treppen. Habe ich mich einfach wirklich genau daran gehalten. Da auch die Falltüren, wo der Stein direkt, wo Birkenstamm direkt auf dem Stein ist, habe ich Falltüren gesetzt, damit das nicht ganz so ins Auge fällt. Und hier Stadttore, das sind einfach Falltüren. Ich finde es immer schwierig, so viel zu Details zu sagen. Also kann man nicht wirklich viel sagen. Das Dach hier ist halt schön auch kaputt mit Falltüren, Blöcken, Fichtenstämmen und so weiter. Ein paar Treppen statt Stufen gesetzt und so weiter. Hier auch noch ein paar kleine Details. Das Dach oben drauf ist natürlich wie bei der Mauer nur spitzer. Das hatte ich ja schon erwähnt. Und ich habe dazu auch noch ein kleines Cinematic für euch. Das gucken wir uns jetzt an, während ich weiterrede. Die Steinmauer ist an sich bewusst relativ schlicht gehalten, nicht zu viele Details, damit sie nicht zu sehr von den anderen Bauten ablenkt. Es ist halt eher ein edles Stadttor. Es soll angeben, wenn man da mit dem Schiff in den Hafen reinfährt, sieht man dieses dicke Stadttor und denkt, wow, voll die reiche Stadt, voll cool, hier verkaufe ich und kaufe ich meine Sachen. Und nicht, wow, da ist ein Wachturm, da schießt gleich einer mit einer Kanone auf mich. Also natürlich wird es hier auch richtige Wachtürme geben. Tatsächlich einen ganzen Militärbezirk mit Militärschiffen und so weiter. Aber dieses Stadttor soll einfach nur sagen, ey, wir sind voll reich hier in der Stadt. Kauft und verkauft hier. Und soweit sind wir dann auch durch für heute. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert. Mit der Glocke verpasst ihr auch nichts. Und bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge machen wir mal wieder ein bisschen was anderes. Vielleicht bauen wir uns endlich die Schleimfarm. Vielleicht auch nicht. Vielleicht was anderes. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird die nächste Folge nicht in der Stadt sein.